Also jetzt mal Klartext. So ein Rausschmiss ist natürlich keine schöne Sache. Aber was sein muss, muss sein. Mein Gott, Röttgen. Wahl verlieren, okay. Aber was sagt man dann? Ich möchte betonen, dass die Niederlage der CDU nach meinem Verständnis zuallererst auch meine Niederlage ist. Das weiß doch sogar die Christina Schröder. Quatsch darf man zwar machen, aber nicht zugeben. Mensch, apropos, zugegebenermaßen cool ist, was der Röttgen ganz kurz vor der Wahl gemacht hat. Ich glaube, dass darüber am nächsten Sonntag zu entscheiden ist, ob der Kurs von Angela Merkel in Europa gestärkt wird oder ob er durch eine Bestätigung einer Schuldenregierung auch in Deutschland geschwächt wird. Das war so eine Art Todessehnsucht, wie man sie sonst nur aus dem Fußball kennt. Tja, wenn der schlechteste Schütze immer die Elfmeter schießen will. Noch schärfer war nur die Pendlerpauschale. Pendlerpauschale heißt ja, du gibst Leuten Geld dafür, dass ihre Wohnung möglichst weit weg von ihrer Arbeitsstelle ist. Respekt, da muss man als Umweltminister erstmal drauf kommen. Rein menschlich ist der Rausschmiss vom Röttgen jedenfalls voll okay. Erst will Herr Schlau-Schlau Atomkraftwerke abschalten, dann fliegt Fukushima in die Luft. Was für ein ekelhafter Besserwisser. Ja, als Kanzlerin ist man wie der Fahrer von einem Abschleppwagen, der die ganze Regierung wie einen fetten LKW den Berg raufziehen muss. Also bildhaft gesprochen. LKW, Abschleppwagen, Berg. Stefan! Und um jetzt mal im Bild zu bleiben, achten Sie mal auf die Kanzlerin. Hier. Wie sagt der Horst Seehofer doch so richtig? Das können Sie alles senden. In diesem Sinne. Tschüss